So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, zu meinem kleinen Mini, ich sag einfach mal Projekt. Wir machen hier jetzt auf der mittleren Route weiter und begeben uns dafür in dieses Portal. Dazu muss man hier in Meteor alle dieser blauen Ringe schaffen. Wenn wir auch nur einen davon auslassen, können wir das vergessen. Und diese Art Portal kennen wir bereits. Denn ein solches haben wir schon mal auf Sektor X gesehen. Ist ungefähr genauso aufgebaut. Geht kaputt. Ich hätte mehr erwartet. Okay, so jetzt aber. Hier kann man im Übrigen auch nochmal einige Hits rausholen. Sollte man vielleicht auch nutzen. Und noch eine Menge Power-Ups. Also und Unmengen an Bombenringe und was nicht alles. Also hier ist noch einiges drin. Drogenwelt. So. Wenn man Punkte braucht oder sonst noch irgendwas, hat man hier die perfekte Gelegenheit dazu. Komm her. Zur Not schießt man einfach den ganzen Kram an der Seite ab. Ein Regenbogen. Sind das auch diese komischen Kampffesten? In kaputter Form oder was? Ich habe ihn hier noch nie angeguckt. So, und gerade hier am Ende ist nochmal einiges drin. Hier kann man auch ruhig ein paar Bomben verbrauchen, weil die bekommt man eh wieder. Und wie gesagt, man bekommt hier einiges an Punkten noch raus dann. Ui. Und wie ihr seht, wir haben sogar die Medaille geschafft. Oh, Hals. Gut, und wo bringt uns dieser Teleport, was auch immer das sein soll, hin? Er bringt uns, nachdem wir die Medaille erhalten haben, direkt nach Katina, den ersten Planeten der mittleren Route, der gelben Route. Ja, legen wir einfach mal los. Katina ist, ja, mag ich nur nicht so sehr. Aber hier treffen wir eine Katina bestimmte Person. Will you help him out? Affirmative, General. Wiedervereinigung, ja. Hang on, guys. Help is on the way. Kurze Einstiegssequenz und dann geht's auch los. Das hier ist auch eine Dingensda-Mission, also eine Mission in der freien Formation. Und wie ihr seht, wir haben hier zwei Arten von Flugzeugen quasi nochmal. Eine davon sind unsere Verbündeten, das sind die mit dem roten Lichtlein hinten dran. Und diese schwarzen UFOs, ich finde, die sehen aus wie fliegende Untertassen, sind unsere Gegner. Das Blöde ist, soweit ich weiß, werden uns sowohl Verbündete als auch Gegner angezeigt. Das kann sehr leicht passieren, wenn wir unsere eigenen Leute abschießen, ist aber nicht schlimm, ich glaube, die kommen immer wieder. Ist nur blöd, weil unsere Verbündeten geben keine Hits, wenn wir sie abschießen. Und ich glaube, das einzige irgendwie, was sie klar unterscheiden kann, außer unser Auge, ist halt unser Charge-Shot. So, komm mit. Ja, wenn wir genügend abgeschossen haben, erscheint das Mutterschiff. Das ist dann nochmal ein riesiges UFO, wann es auch auf der Karte angezeigt wird. Es ist, ja, aufgrund des großen Gewühls sollte man hier im Übrigen auf seine Flügel aufpassen. Kann sehr schnell passieren, dass man einen Flügel verliert. Gut. Nein, was wollte ich sagen? Ich habe vergessen. Ja, ich habe es immer noch vergessen. Das fällt mir gerade auch nicht ein.
Achso, ja, die Medaille hier ist ziemlich schwer, weil wir relativ viele Abschüsse brauchen, ich weiß es nicht. Und die zusammenzukriegen mit den paar UFOs, die wir hier haben, und den letzten den letzten Missionsteil hier, ist sehr schwer. Das heißt, am besten, ja, ihr seht, das Riesen-UFO öffnet seine Luken und schickt mehr kleinere deiner selbst irgendwie heraus. Und diese Luken müssen wir abschießen. Und wenn man hier die Medaille haben möchte, sollte man es so machen, dass man bis zuletzt wartet. Weil irgendwann erscheint, ja, wir sollen die Luken erst so abschießen, dann erscheint ein Energiekern. Irgendwann erscheint der Energiekern aber auch so. Dann sollte man sich im Übrigen auch beeilen. Ich spiele hier nicht auf Medaille. Bevor sich die Luken wieder öffnen, müssen wir aber trotzdem eine bestimmte Anzahl an Gegnern geöffnet haben. Danke. Warte, das war dumm. Eigentlich schaffe ich drei Luken, wenn ich mich konzentriere. Okay, den habe ich nicht mehr erwischt. Das Beste ist eigentlich, wenn man sich wirklich nur drei Luken offen lässt. Denn die Luken geben nochmal, wie wir gesehen haben, ein bisschen Punkte. Sollte man also gleich mit abschießen. So, und nun bitte. Ein bisschen erfolgreicher. Achso, die hatte ich schon. Und die habe ich verpasst, okay. Dann mal wieder ins Kampfgeschimmel. Im Grunde genommen schützt einfach alles ab, was kein Buchstaben über dem Kopf hat. Dann trefft ihr auf jeden Fall irgendwas Richtiges und wirklich Schaden tut es auch nicht, wenn ihr das falsch abschießt. Nur eure eigenen Leute solltet ihr möglichst nicht abschießen. Aua. Was? So, jetzt sag mal die Luke da vorne dran. Und dann bist du auch hoffentlich bald kaputt. Ja. Und nun erscheint ein Energiekern. Und wir haben eine Minute Zeit, ihn zu zerstören. Und nun möchte ich euch nochmal was zeigen. Das sichere ich mir nochmal mit einem Safe State, damit ich das nicht nochmal machen muss. Wir fliegen jetzt einfach mal durch die Gegend, lassen den Countdown ablaufen, weil die Sequenz, die dann kommt, ist einfach episch. Also in meinen Augen. Ach, halt den Schnabel, kriegst du auf die Reihe, warum willst du hier was abschießen? Oh, jetzt habe ich Falcobein abgeschossen, na egal. Ach ja, dieses komische B, was ihr da seht, ist im Übrigen Bill. Den können wir auch abschießen, wie wir wollen. Das macht absolut nichts. Der hat nämlich keine Energieanzeige. Na, da, kommt alles her. Ich mach euch platt, ich mach euch kaputt. Ich brauche euch. So, 20 Minuten noch. Naja, 20 Minuten auf keinen Fall, nein. Ja, wir bekommen es auch noch mal. Wie gesagt, wir sollten uns möglichst beeilen. La. Keine Lust, irgendwelche UFOs zu zerstören. Und Ende ist. Und nun passiert nämlich was. Das riesige UFO dreht sich. Was jetzt kommt, ist nicht gerade angenehm. Dieser Kern sammelt jetzt nämlich erstmal Energie an. Ach was, ich sag am besten gar nicht mehr, ihr werdet es schon sehen. Ja, wie ihr gesehen habt von der Basis, bleibt nicht viel übrig, wenn ihr zu lange wartet mit dem Energiekern. Also solltet ihr euch möglichst schnell auf den Energiekern konzentrieren und ihn angreifen. Aua. Ich mach mir echt noch den Flügel kaputt, wenn ich nicht aufpasse. Geht mir aus dem Weg. Ich liebe Let's Play, das geht mal alles schief. Aber das sollte das jetzt gewesen sein. Ja. Uff.
UFO kaputt, UFO brennt, UFO stürzt ab. Und die ganze Sache hat sich erledigt. Gut, damit wäre die erste Mission auf der mittleren Route abgeschlossen. Wir haben es knapp überlebt, irgendwie normalerweise komme ich da besser weg. Und für die jetzt kommende Mission sollten eure Leute ziemlich topfit sein, weil zumindest wenn ihr eine Medaille haben wollt, weil die nächste Mission ist ja etwas gemein. Die führt uns nämlich auf Solar, das ist die Sonne des Lylat-Systems. Ja, viel Auswahl hatten wir hier auch nicht. Ja, wenn wir das UFO nicht abgeschossen hätten, wären wir jetzt nach Sektor X gekommen. Wir gehen aber jetzt nach Solar. That area is an oven. Don't go burning that R-Wing. Be reasonable, Fox. I'll be careful. Na. Im Schmelztiegel, der Name sagt alles. Auf Solar ist eine Biowaffe von Endors versteckt, deswegen müssen wir hier hin und sie entfernen. Und wie ihr sehen könnt, der Planet ist heiß. Keep an eye on your shield game. Und Fox sagt es auch, daran sollten wir uns halten und wir sollten auch so hoch wie möglich fliegen. Aber unsere Leute sind relativ am Leben. So. Ja, ihr seht es vielleicht schon, hier werden relativ viele Hits benötigt, soweit ich weiß. Und dafür gibt es relativ wenig Gegner. Wenn ihr mit dem Charge Shot in den Bogen zwischen diesen riesigen Lavasäulen da schießt, erhaltet die extra Hits. Damit ist es auch nachher bei der Biowaffe auch ziemlich einfach, auch auf 999 Hits zu kommen, weil diese Biowaffe schickt auch teilweise diese Lavasäulen los. Und an denen kann man sich halt jedes Mal plus 1 holen. Und das hier sind die einzigen Gegner, die hier vorkommen, diese riesigen Lavavögel, die so groß wie mein Arwing sind. Ach ja, die Sternringe, habt ihr noch gar nicht gesehen, glaube ich. Die füllen einfach nur ganz viel Energie auf. Und wie ihr sehen könnt, uns wird, ich weiß noch gar nicht, was ich schon gesagt habe, eigentlich ist das Wichtigste auf dem Planeten. Uns werden auf diesem Planeten kontinuierlich, etwas vom Schild abgezogen. Je tiefer wir fliegen, desto mehr ist das dann auch. Also wenn ich ganz tief fliege, dann rast die Energielast nur so runter. Wenn wir hochfliegen, geht das noch. Das Problem ist, auch unsere Member bekommen natürlich Schaden. Nur wenn sie irgendwie gerade eingeblendet werden. Also wenn die gerade was sprechen, dann bekommen sie... Das ist die einzige... Ja, jetzt fallen mir gerade die richtigen Worte nicht ein. Ja, sie bekommen halt nur Schaden, wenn sie gerade am Reden sind. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, wenn die gerade mal nicht reden. Weil die hier auch einem ohne Probleme wegsterben können. Glaube ich zumindest. Bin mir ziemlich sicher, dass mir hier mal einer weggestorben ist. Also nicht gestorben, also die können ja nicht sterben. Mehr oder weniger zum Glück. Also ich kenne ein paar Highscorer, die wären froh, wenn die nicht da wären. So. Komm her, du Vogel. War nette kennenzulernen. Na da 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 da. Ich persönlich finde den Planeten etwas eintönig. Weil er wirklich nur die ganze Zeit lava, 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 lava und Vögel sind. Vögel, Vögel, Vögel. So, tschüss. Na 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 na. Ich glaube 100 oder 150 Hits werden benötigt. Das ist schon nicht wenig. Ich habe die Bomben verbraucht wie bescheuert. Die hätte ich
etwas später echt noch brauchen können. So, das ist die Biowaffe. Den müssen wir quasi einzeln auseinandernehmen. Erst die Arme, dann den Kopf. Ja, Ziel auf die Arme, Ziel auf die Arme. Dieser Boss lässt natürlich auch Steine auf uns, damit wir etwas Energie bekommen. Deswegen finde ich persönlich diesen Endboss auch nicht wirklich schwer, weil er einen permanent mit Energie versorgt. Sondern nun einfach auf den Kopf zielen. Da 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 da. Mit Arm ist das. Achso, ja, diese Lavabälle, die ihr da rauskommen seht, auf die müsst ihr aufpassen. Denn wenn er keine Arme hat, dann wirft er diese Bälle auch einfach mal durch die Gegend. Eigentlich hat er eine ganz schöne, ja, ganz schön viel böse Tricks auch drauf. Kann zum Beispiel auch riesige Lavawellen erzeugen und den ganzen Graben. Und wenn er halt noch Arme hat, dann lässt er auch mal halt solche Feuersäulen los. Aber das war's jetzt auch mit ihm. Biowaffe ist kaputt. Vorbei. Naja, so sieht nicht aus. Wie ihr gesehen habt, wir sind hier voll reingekommen. Peppy hat circa die Hälfte seiner Energie verloren. Falco sogar noch einen Ticken mehr. Also, je besser man hierher kommt, desto höher sind die Chancen auf die Medaille. Sterben kann man durch die Hitze übrigens nicht. Das heißt, wenn die Energie auf 0 fällt, dann passiert auch nichts weiter, zumindest bei euch nicht. Also, dann seid ihr nur halt beim ersten Treffer kaputt. Sollte man also möglichst vermeiden. Aber allein durch die Hitze sterbt ihr ja auf Solar nicht. So, nun kommen wir schon zum letzten Planeten auf der mittleren Route. Und das ist Macbeth. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Ja. Der endlose Zug. Und was fällt einem nicht besseres ein als ein Zug? Bei einem Zug irgendwie natürlich rollen wir mit dem Panzer hinterher. Ich persönlich fände es ja einfach mit dem Arwing das Ding abzuschießen, aber okay. Panzermission deswegen auch wieder mal übertrieben schwer. Also wie ich finde die Panzermissionen sind immer das Schwerste, was dieses Spiel hier aufzubieten hat. Gut. Ziel ist es im Übrigen, diesen Zug hier quasi zu zerstören. So, das war's. Denn dieser Zug wird uns, je mehr wir schon am Anfang von ihm kaputt machen, desto weniger nervig wird er nachher. Wenn wir ihn gleich kaputt machen, dann nämlich fehlt ihm einzelne Sachen, um uns anzugreifen oder ein Hindernis in den Weg zu legen. Wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, logischerweise. Trotzdem sollte man auch die Gegner am Boden nicht missachten. Das kann ziemlich gefährlich werden. So, wie das heißt, Gora hat mich jetzt umgebracht, weil ich x-tausend Punkte auf den Zug verschwendet habe. Da, da, da. Und natürlich wieder schweben. Ich hasse es. So. Tschüss. 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 Ah, die Bombe ist gerade Gold wert. Ach nö, jetzt ist er dahin. Denn erwischt man ihn kaum, deswegen hasse ich es. Und da kommen uns Felsen entgegen, natürlich. Den Felsen könnt ihr ausweichen oder sie angreifen. Das ist, glaube ich, Jacke wie Hose. Wobei die Felsen relativ viel aushalten, deswegen muss man das für sich persönlich abwägen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war noch was. Kann aber auch sein, dass er später kommt. So, diese Geschütztürme, die ihr da seht, die solltet ihr vielleicht schon mal im Voraus abschießen. Sonst könnt ihr hier nämlich weiter hinten ziemlich nervig werden.
eignet sich also, den ganzen Kram schon mal vorsorglich abzuschießen. So, dich nehmen wünsche ich gerne mit. Right, 150 oder 200 Abschüsse werden hier benötigt. Ach, dumm. Ich hasse das Team mit dem Panzer. Ich hasse es einfach. Wenn man hier rechtzeitig hochschwebt, dann findet man da hinten entweder ein Leben oder was anderes. Ich weiß nur im Moment nicht was. Gelingt mir auch in den seltenen Fällen, dass ich da irgendwie rankomme. Hier sollte man das Schweben dann auch schon beherrschen. Ich glaube, das ist die einzige Mission, bei der man schweben sollte. Auf Titania war das ja nicht so notwendig. Außer nachher beim, ja, Boss da am Ende. So, den Mittelteil auch noch abschießen und dann bist du auch kaputt. So, dann werde ich dich auch gleich nochmal los. Darauf verschwenden wir noch eine Bombe, weil danach brauchen wir ja eh keine mehr. So, das nimmt das Ding da vorne auseinander. Und auch hier werde ich euch beide Möglichkeiten zeigen. Aber ich muss erstmal eh zum Zug kommen. Von daher... Zack, zack. Und da müsste die Bombe drin sein. Also eine Rakete. Ja. Falco sagt auch das schon mal. Und hier bekommen wir schon mal den Auftrag. Ich mache mir genau hier ein Safe Set hin. Weil nun müssen wir 8 Stellschalter umlegen. Die sind mehr oder minder gut versteckt hier. Also mehr minder als gut. Alle 8 davon müssen getroffen werden, sonst erscheint der nötige Schalter nicht. Wenn wir uns beschließen, die Schalter umzulegen und den Zug ins Treibstofflager lenken, wenn wir uns dazu entschließen, dann habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Dann müssen wir diesen Boss nicht bekämpfen. Das wollte ich sagen. Der Boss wird uns aber schon ordentlich auf Trab halten, damit wir möglichst nicht dazu kommen, die ganzen Stellschalter umzulegen. Da sollte man ebenfalls aufpassen. So, und nun zeige ich euch mal, was passiert, wenn wir den Stellschalter umlegen. Der scheint da, der muss übrigens auch noch abgeschossen werden. Also glaube ich, ist da jetzt schon getan, irgendwie damit, dass ihr das abgeschafft habt. So, wenn wir den Schalter umgelegt haben, dann stellen sich die Weichen. Und zwar ein Treibstofflager, wie Falco schon sagte. Tja. Und was passiert? Natürlich, die Bremsen wollen anscheinend nicht so wie er oder aber sind zu langsam. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es genau ins Lager und es sagt Bumm. Ja, das gibt natürlich ein schönes Feuerwerk. Naja, kommen wir... Nein. Entschuldigt. So. Entschließen wir uns dazu, nicht den Stellschalter umzulegen oder haben wir einen verpasst, dann müssen wir den Boss direkt angehen. Und der hat einige fiese Manöver drauf und der muss schnell gemacht werden. Also, dieser Boss ist nicht von schlechten Eltern. Wenn er so ankommt, weicht am besten möglichst schnell aus, weil es macht ziemlich Aua. Eigentlich machen alle seine Aktionen ziemlich Aua. Komm her. So. Wir müssen auch den erst einzeln auseinandernehmen. Und, ja, das kommt noch erschwerend dazu. Werden unsere lieben Kollegen auch ab und zu einfach mal verfolgt. So. Wenn nun alles von ihm ab ist. Ich hoffe, ich habe den Kopf schon längst runter.
ja. Dann öffnet sich da eine Luke und spuckt teilweise was aus. Und das ist der Moment, wo wir ihn angreifen müssen, um ihm weiter zu schaden. Oh, das ging erstaunlich schnell. Der Zug ist kaputt und das Ganze war's dann. Wenn wir zu lange warten, dann lässt er seinen Drachen auf uns los. Dann lässt er den einfach runterfallen oder so. Der hebt uns in die Höhe und auf jeden Fall, wie, um es kurz zu machen irgendwie, brauchen wir zu lange, ist das ein Instant Kill. Dann nietet er uns mit einem Schlag um, können wir auch nicht ausweichen oder so, dann sind wir tot. Gut, das war's aber auf jeden Fall. Und das war's auch mit der leichten Route. 666 insgesamt. Und das ist ja mal eine höchst interessante Zahl. Gut, ich wollte ja nur die mittlere Route zeigen. Das sind nur diese drei Planeten. Das heißt, ich werde hier jetzt Schluss machen. Dann werde ich euch in zwei Teilen die schwere Route am Ende nochmal zeigen. Aber, ja, wann ich das hochlade, weiß ich dann auch noch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns dann auf Conaria wiedersehen und mal den anderen Weg, den optionalen Weg auf Conaria fliegen. Ist ja nur eine Veränderung im mittleren Teil. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und sage bis denne.